Im dritten Lauf der Klasse bis 700 Kubikzentimeter stellt sich die Frage, wer besiegt die starken Ungarn Csepregi und Kormos. György Kormos hat den ersten Lauf gewonnen, György Csepregi den zweiten. Es werden ja vier Läufe in dieser Klasse gefahren und es gibt ein Streichresultat für jeden Fahrer. Nur sechs Boote gehen in dieser Klasse an den Start. Mit Nummer 111 im Vordergrund sehen wir hier den Österreicher Roman Schweiger. Er ist bereits 53 Jahre alt, hat heute noch kein Glück gehabt, ist in beiden vorhergegangenen Läufen ausgefallen. Letzte Vorbereitungen noch. Einige Fahrer sind bereits vom Fahrerlager ins Wasser gegangen. Noch eine halbe Minute, 25 Sekunden jetzt noch bis zum Start. Die meisten Fahrer sind schon flussaufwärts in Richtung Start gefahren. Ja, und Roman Schweiger dürfte wieder einmal Pech haben. Diesmal springt sein Motor nicht an. Ja, jetzt hat er es geschafft. Aber er kommt natürlich weit zu spät noch. 5 Sekunden bis zum Start. Und in Führung mit Nummer 89, nein, Nummer 31 jetzt, György Kormos, der Ungar. Gefolgt vom tschechoslowakischen Fahrer Peter Imramovski. Hier mit Nummer 31, das ist György Kormos. Er hat ja bereits den ersten Lauf der Klasse bis 700 Kubikzentimeter, der bereits gestern ausgetragen wurde, gewonnen. Kormos ist 43 Jahre alt, kommt aus Budapest, ist zweifacher Vizeweltmeister 1986 und zwar in den Klassen 350 und 700 Kubikzentimeter. Hier in Führung Kormos. An zweiter Stelle sehen wir Imramovski, aber bereits nach vorgegangen jetzt der zweite Ungar Csepregi. Jetzt gibt es also ein Duell der beiden Ungarn, Csepregi und Kormos, und da einen Unfall. Und das ist die Nummer 124, der Österreicher Stöttenmeier. Also der Österreicher Stöttenmeier musste ins Wasser, ist jetzt nicht mehr dabei. Und die beiden Ungarn dürften dieses Rennen wieder unter sich ausmachen, so wie es jetzt aussieht. Hier haben wir wieder György Kormos. Aber wieder Imramovski an zweiter Stelle. Der Tschechoslowake liefert jetzt György Csepregi ein Duell um den zweiten Platz. Weit in Führung jetzt mit Start Nummer 31 György Kormos, aber es gibt einen Kampf um den zweiten Platz zwischen György Csepregi und Peter Imramovski. Hier sehen Sie diesen Kampf um den zweiten Platz. Momentan liegt der Ungar voran. Hat sich jetzt etwas absetzen können. Hier sehen wir György Csepregi. Er hat den zweiten Lauf, der heute ausgetragen wurde, der zweite Lauf zur Klasse bis 700 Kubikzentimeter. Also den hat Csepregi gewonnen, vor György Kormos übrigens. Das ist wieder der Führende, György Kormos. Ja, und noch immer klar in Führung. Aber da hat jetzt ein Fahrer, wie wir gesehen haben, bei der falschen Boje gewendet. Wird natürlich disqualifiziert. Und zwar war das Roman Schweiger, der Österreicher mit Start Nummer 111, der zu spät ins Rennen gegangen ist.
Hier im Bild haben wir wieder mit Nummer 30 György Csepregi. Er überrundet bereits einige Fahrer. Nummer 31, das ist György Kormos, ein harter Draufgänger. Ja, jetzt wird es noch einmal spannend. Fünf Runden sind bereits zurückgelegt, die beiden Ungarn in Führung. Rechts im Bild haben wir Kormos, verfolgt von Csepregi. György Csepregi stammt ebenfalls aus Budapest, war Europameisterschaftszweiter im Jahr 1986 und ist Student. Jetzt kommt er vor dieser Boje ganz nah heran, hat jetzt den Führenden überholt. Also jetzt ein Führungswechsel. Und zwar führt jetzt Kormos. Hier sehen wir den Ausfall der Startnummer 89, das ist der Tschechoslowake Peter Imramovski, der lange Zeit an der dritten Stelle gelegen war. So, sechs Runden sind zurückgelegt. Und die beiden Ungarn, die schon die ersten beiden Läufe der Klasse bis 700 Kubikzentimeter dominiert haben, auch jetzt in Führung. Hier haben wir wieder György Csepregi. Etwas abgeschlagen schon György Kormos. Und jetzt gehen die Piloten in die letzte Runde. Nur noch eine halbe Runde zurückzulegen und das dürfte ein klarer Sieg des Ungarn Csepregi wird. Hier geht Csepregi bereits durchs Ziel. Er gewinnt vor György Kormos, ebenfalls aus Ungarn. Und an dritter Stelle landet der Deutsche Alfred Welschar. Er ist aber bereits eine Runde zurück. Hier haben wir den Sieger dieses Laufes. Das ist György Csepregi aus Ungarn. Er bekommt für seinen Laufsieg 400 Punkte. Thank you.